Hallo YouTube-Freunde da draußen und willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich danke euch fürs Einschalten, wie immer an dieser Stelle. Wir spielen hier weiter Shadow Tactics und nur mal als kurzen Zwischenstand. Ich habe mit den Entwicklern bzw. im Discord geschrieben, wegen meinem Problem bei Desperados 3, ihr erinnert euch, dass ich die Herausforderung nicht abschließen konnte, weil mir zwei Personen fehlten, die ich töten sollte, weil einer oder ich sogar zwei Zivilisten wahrscheinlich im Brunnen entsorgt habe oder irgendwo im Busch gefesselt entsorgt habe. Dieser Fehler ist allgemein bekannt und man kann nichts gegen machen, außer die Mission erneut spielen. Also merkt euch das, falls ihr in Desperados 3, also dort an dieser Stelle seid in der Herausforderung mit dem Zug und wo ihr alle töten müsst vor Ort, dann bitte alle töten und niemanden fesseln. So, und im Busch legen oder im Brunnen werfen, so wie ich. So muss ich die Mission leider normal machen. Aber ist okay, ich weiß Bescheid. Wir spielen hier weiter Shadow Tactics. Und ja, ich habe es immer noch nicht umgestellt. Big, shiny icicles. Okay. Oh, they want to fall on the samurai's head. Erstmal gucken wir, was hier drin steht. Ja, wir können mal stehlen. Ja, okay. Also. Aber was hat er? Eine Rolle? Warum hat der eine Rolle? Ich will die Rolle haben. Shh, quiet. Slowly. Coming. Wo läuft denn der lang? Wo läuft der lang? Boah, ist der umwacht. Ich will aber die Rolle haben. Sehe ich das so? Boah, warum macht denn der jetzt eine riesen Runde hier? Okay, sehr interessant. Aber vielleicht... Nö, kann ich auch nicht. Da stehen ja zwei gleichzeitig. Ob das... Eiszapfen, ah ja. Ich meine, damit könnte ich ihn wahrscheinlich auch killen, aber... Dazu werden wir erstmal... Machen wir erstmal, räumen wir mal ein bisschen auf. Oder obwohl, komme ich hier hin? Oh, cold feet. Ich glaube, den können wir hier... Den können wir mitnehmen. Woher kommt denn die Zivilistin jetzt? Okay. Hat mich schon ein bisschen geschockt jetzt. Ich glaube, ich muss auf jeden Fall erstmal... Ich kann ja nicht den Eiszapfen, also ich könnte schon. Aber dann kommen die... So. Okay, der wird gesehen. Ist schlecht. Also wieder zurück. Okay, von wem wird denn der gesehen? Ah. Na gut, dann müssen wir es anders machen. Ungefähr hier so. Ah, das war jetzt blöd. Ich will nur sehen, ob das klappt. Ja, okay. Also, es klappt. Mal gucken, ob ich einfach schnell genug... Ah, jetzt war ich nah genug dran. This is fun. Yes, still works. Bird voice. Who is coming? Crawling through the thicket?
So. Wunderbar. Entweder ich töte ihn jetzt mit dem Eiszapfen, damit ich sie mal, ja, damit wir mal sehen, wie das aussieht. Ich glaube, das mache ich jetzt auch einfach. Whoop. Whoop. So. Ja, jetzt können wir den Key, wir können es öffnen, aber das ist ja schön und gut. Wir müssen aber erstmal noch uns hier selber durchkämpfen. Ich glaube, das mache ich halt erstmal. Und dabei können wir Yuki ja da stehen lassen. Yuki kann da stehen bleiben. Bitte, Finder, meldet sich mal wieder. Vielen Dank. Okay. Alter Schwede. Bleibt doch mal ruhig. Okay, wir haben seinen Sarg noch. Und den Sarg werde ich wahrscheinlich verwenden. Würde ich mal so behaupten. Okay, das war schlecht. Okay. Dann nicht den Sarg, sondern meine Fußabdrücke. Scheiße. Ah, na gut. Shit happens. So, gehen wir mal hier an diese Dings und gucken. Samurai sind gefährlich und schwierig auszuschalten. Okay. Okay, ja. Stuhlträger untersuchen wir in Ruhe mit Frust effizient. Mugen kann sie mit einer Nahkampfkarte. Oh, alle anderen Charaktere müssen einen Konterangriff hinnehmen und sterben, wenn sie einen Samurai angreifen. Also ein Longcode. Würde ich mal so behaupten. Gut, interessiert mich alles nicht. Ich weiß nicht, ob der gesehen wird. Anscheinend nicht. Also ist er weg. So, jetzt müssen wir entweder für Ablenkung sorgen. Was passiert denn, wenn ich hier an den Dingern wackel? Hä? Richtig sinnfrei. Obwohl. Okay, das ist so dämlich. Also, nee. Ich Pech habe, wenn jetzt meine Footprints gesehen. Obwohl, eigentlich gar nicht schlecht. Vielleicht kommt ja einer mal noch hier nochmal hin. Wunderbar. Wo ist denn der andere Arzt? Wunderbar. Zwei weniger. Die Strohhüte sind halt ein bisschen nervig. Ich muss ja... It is a name, Yuki-chan. Meant to scare people and destroy their faith in the Shogun. Muss zu diesem Tor hier. And we might face him soon enough. Yes, Master Samurai. Ist die Frage, ob ich sie wieder zurückhole, aber ist eigentlich auch Blödsinn. Ich probiere mich hier so ein bisschen durchzuhangeln. Ah, Sake.
Vielleicht sieht er den Sake, ich weiß es gar nicht. Jawohl. So. Ja, wir speichern, ja. So, werden die gesehen? Ich glaube nicht. Pick up das Leiche. So, da haben wir den. Jetzt müssen wir... Das wäre das andere Tor. Das wäre das Tor. Also es sind beide Tore wahrscheinlich ziemlich penetrant. Obwohl, eigentlich ist das einfacher, schätze ich mal. Aber da müssen wir mit Yuki mehr von innen aufräumen. Wir müssen uns halt in dem richtigen Moment ranschleichen. Gehe ich einfach mal von aus. Oh, da steht einer! Hä? Aha. Er hat mich getroffen. Oha. Wir können uns doch nur einmal heilen. Aber ist okay. So, jetzt hatte ich eigentlich vor... woher kommen die denn? Okay. Müssen wir mit aufpassen. Ich muss die ja nur loswerden, dann die Leichen dort. Okay, ich glaube, der ist noch eine Weile unterwegs. Ach, das geht gar nicht. Das sind zwei Samurais. Oh nein. Okay, vergiss mal. Das wird ja... Die lassen sich auch nicht ablenken. Die kann ich ja nur mit einem Nahkampfangriff machen. Nee, nee. Dann nicht. Vielen Dank. Dann gehe ich weiter. Okay, aha. Stopp. Der guckt mich hier total an. Der wird die Fußspuren jetzt sehen. Und mich hier rein verfolgen. Oh, nee, so viele. Alles geht voll schief. Ich muss... Oh, ist das fies hier. Okay, aber der sieht mich hier wieder voll, ne? Es gibt nur einen Punkt hier. Nur hier. Ja, und es war klar, dass der das jetzt wieder sieht. Wie mache ich das? Die sehen sich ja alle gegenseitig. Ich meine, ich kann meinen Saki hier rumwerfen, aber dann habe ich den auch nicht mehr. Auch blöd. Ich probiere ja nur von Busch zu kommen eigentlich. Aber der sieht halt meine Fußspuren jetzt hier gleich. Ich muss doch irgendwo da einen Weg finden. Mann, ey, wer sieht mich denn da? Da sehen mich so viele. Und da hinten guckt dann irgendeiner nach da. In den Busch. Das gibt's nicht. Wie kommt man denn hier bitte vorbei? Gibt einen toten Winkel hier, glaube ich. Ungefähr hier. So, jetzt kommen bestimmt gleich die Arzten hier wieder zurück, die zwei. Ich kann nur hoffen, dass ich den hier ohne Problematiken einfach mal abladen kann. Ungefähr so. So, den interessieren die Fußspuren eh nicht. Also nur für einen kurzen Moment. So, Problem gelöst. Gehen wir mal kurz. Eieieiei. Oh nein. Oh, sieht er die Fußspuren? Und jetzt wird's schwer. Jetzt müsste ich wieder warten, bis die Ablenkung da ist. Dann, Boah.
Das sind echt ziemlich viele. Ich will mal was testen. Ich meine, damit habe ich wieder Zivilisten getötet, ist mir aber eigentlich Schnuppe, weil... die stören mich. Das gehört der Zivilist halt einfach dazu jetzt. In diesem Moment gehört er einfach dazu, weil... Das Problem ist, ich muss ihn irgendwie wegkriegen auch. Eigentlich muss ich ja alle wegkriegen, damit ich durch das Türchen kommen kann. Oder ich schleiche mich dann... Also... Yuki kann ja schon mal aufschließen. Yes, it's open. All done. Impressive. I see why Hayato-san saw potential in you. Thank you. Let us regroup and discuss our next approach. Ja. Das ist halt, ich weiß nicht, ich würde gerne die Rolle klauen, aber vielleicht müssen wir, das müssen wir bestimmt zusammen machen. Ich weiß nicht, ob ich den hier reingepfiffen kriege. Ob die hier so sind, dass sie durch die Tür kommen? Nein. Das dachte ich mir. Oh, da gibt's eine kurze... Wirklich... Ah, wo der Wagen durchrollt, ne? Ein kurzer Moment, wo der den nicht sieht. Ah, davor wäre das besser. Und ich glaube, da nehme ich Yuki nochmal für. Wenn wir die hier noch ein bisschen erledigen. Dürfte ja nicht so das Problem sein. Ich muss den nur hier... Shit. Ah, das war dumm. Das war dumm. Das war zu hektisch wieder von meiner Seite aus. Aber... Ich glaube, es ist schlauer, wenn ich die irgendwie noch ein bisschen... Die beiden kann ich ja hier hinten irgendwie wegkriegen. Jetzt speichern wir hier erstmal. Ach, wer sieht mich denn jetzt hier? Oh oh. Das war auch doof. Die haben den ganz kurzen Wechsel nur. Ah, Mann. Oh, komm schon. Oh. Huh, geschafft. Oh mein Gott, das war aber wirklich nicht einfach. Ihmchen kriegen wir, glaube ich, auch noch. Mit Yuki. Könnte ich mir vorstellen. Machen wir das mal kurz. Ich hab da so eine Idee. Also räumen wir erstmal um die Tür drumherum kurz auf. Weil... Ah, der ist einfach. Ja, komm rein hier. So, dann haben wir den weg. Sehr gut. Jetzt, wenn ich hier reinhüpfe, könnte das kritisch für mich enden, aber wir probieren es mal. Jetzt komme ich hier nämlich nicht mehr weg. Ich hoffe ja, dass der hier irgendwelche Footprints sieht. Genau so hatte ich mir das vorgestellt.
So, speichern. Das. Das. Und wir sind durch. Sehr schön. Ab rein hier und dann gucken wir mal, was noch kommt. Official is well protected. We are no match for this many bodyguards, so we must find a way to distract them. I saw two big wooden towers when I was here before. Maybe you can break one of them. It will make lots of noise, and the man with the papers will send his samurai to see what's wrong. An unusual strategy. I am tempted to try it out. When I do, you will have plenty of time to steal the documents from our target. Aha, so ist der Plan also. Yes. And then we leave, right? Let's hide in that wagon. It'll carry us out of here. The man with the papers. He's bad, right? Maybe I should hurt him. No, you must do him no harm. The Shogun will not tolerate the killing of a high-ranking official. Not until we have solid proof. Understood. Well then. Ready, Yuki-chan? Ready. Oh, Moss, ready. Wir sind ready, aber erst in der nächsten Folge, Leute. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Und ich hoffe, ihr lasst mir gerne auch ein Like und ein Abo hier. Wie ihr wisst, der Ziel ist der nächste Schritt 200 Abonnenten. Und ja, unterstützt mich gerne. Das war mal wieder eine weitere Folge. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich verabschiede mich mit den Worten. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao und goodbye.